die Wartburg oder der Wartburg? In unserem Fall der Wartburg. Herzlich willkommen zu einer kleinen Zeitreise zu den Fahrzeugen aus Eisenach und einem kleinen bisschen mehr. Filme und Fotos über AWE, das Automobilwerk in Eisenach, gibt es sicher viele. Was bewegt nun ein Mühlhäuser, einen Film über Eisenach und seine Automobile zu machen? Die Antwort liegt in der Vergangenheit, genau gesagt in den Jahren 1978 und 1989. Hinzu kommt, dass das erste Automobil der Stadt Mühlhausen ein Fahrzeug aus Eisenach war. Es gehörte dem ersten Chefarzt des Mühlhäuser Stadtkrankenhauses, Sanitätsrat Dr. Hans-Simon Böckmann, und befuhr die Mühlhäuser Straßen ab 1902. Ein weiteres Fahrzeug folgte ebenfalls 1902. Es gehörte dem Tierarzt Großklaus und wurde ebenfalls in Eisenach gebaut. Das dürften Wartburg-Motorwagen mit 3,5 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gewesen sein. Sie waren Lizenznachbauten des französischen Dacoville-Motorwagen. Zunächst aber einen kurzen Einblick in die Geschichte von AWE. Am 3. Dezember 1896 wurde mit einem Startkapital von 1,5 Millionen Mark die Fahrzeugfabrik Eisenach AG gegründet. Anfang März 1897 wurde mit dem Aufbau der ersten Fabrikgebäude für eine Fahrradfabrikation am nördlichen Stadtrand von Eisenach begonnen. Nachdem zunächst Maschinenteile, Geschütze und Fahrräder der Marke Wartburg hergestellt worden waren, folgte bereits 1898 die Produktion des ersten Wartburg-Motorwagens. 1904 gab die Fahrzeugfabrik Eisenach den Markennamen Wartburg auf. Die Produkte erhielten den neuen Markennamen Dixie, der aus dem Lateinischen stammt und »Ich habe gesprochen« bedeutet. Mit den Dixie-Modellen kam auch eine wesentliche Leistungssteigerung und die Steigerung der Qualität der Fahrzeuge. Das Dixie-Modellprogramm enthielt hauptsächlich mittelstarke und große repräsentative PKWs. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 wurde die Produktion auf Kraftwagen und Anhänger für das Militär wie Heereslastwagen, Munitionswagen, Sanitätskraftwagen, Feldgeschütze und Lafetten umgestellt. Nach Kriegsende begannen Beauftragte der Alliierten Kontrollkommission in Eisenach mit der Demontage von Maschinen und Anlagen. Ende 1919 wurde mit einem ausgewählten Teil der Arbeiter die zivile Autoproduktion wieder aufgenommen. 1927 erfolgte ein Wechsel der Modellpolitik hin zum Kleinwagen, in dessen Folge ein Kleinwagen in Lizenzproduktion des seit 1922 in England erfolgreich gefertigten Austin 7 auf den Markt kam. Nach finanziellen Problemen in den 1920er Jahren erwarben im November 1928 die Bayerischen Motorenwerke AG, allgemein als BMW bekannt, die Fahrzeugfabrik in Eisenach, die seinerzeit Dixie-Werke genannt wurde, für 800.000 Reichsmark in BMW-Aktien und 800.000 Reichsmark in bar. Der populäre Dixie 315 wurde in BMW 315 umbenannt. 1932 ließ BMW den Lizenzvertrag mit Austin auslaufen. In Eisenach wurden nun der BMW 320 AM1 gebaut, welcher bis 1934 in mehreren Stufen zum BMW 320 AM4 weiterentwickelt wurde. Um 1935 wurde das Werksgelände in Eisenach massiv erweitert. Bis 1941 wurden in Eisenach unter anderem der BMW 315, BMW 319, BMW 326, BMW 327 und BMW 335 oder der Sportwagen BMW 328 mit einer Gesamtstückzahl von 62.864 hergestellt. 1941 erfolgte die Einstellung der Automobilfertigung und die Kriegsproduktion von Motorrädern begann. Nach umfangreichen Bombardierungen durch die Alliierten war das Fahrzeugwerk und das Flugmotorenwerk in Eisenach nahezu zerstört und sollten laut Führerbefehl im April 1945 gesprengt werden. Am 3. Juli 1945 wurde das BMW-Werk in Eisenach beschlagnahmt und sollte als Reparation abgebaut und in die Sowjetunion verbracht werden.
Nach Erlass des SMAD-Befehls Nr. 93 vom 13. Oktober 1945 wurde die Demontage des Werkes aber gestoppt und im November 1945 die Produktion zur Reparationsleistung an die Sowjetunion wieder aufgenommen. Die Presswerkzeuge für die BMW 321 und 326 gelangten im Winter 1945-46 nach Eisenach, wo die Wagen zunächst als BMW 321 weitergebaut wurden. 1952 kam der Nachfolgetyp 340 noch als BMW auf den Markt, erst im weiteren Verlauf wurde daraus der IMW 340. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das thüringische PKW-Werk von der sowjetischen Militäradministration in Deutschland enteignet und die Fahrzeugfabrik Eisenach ab dem 15. September 1946 als sowjetische Aktiengesellschaft weitergeführt. Von 1945 bis 1955 wurden im Eisenacher Werk etwa 30.800 Viertaktautos und ca. 83.000 Motorräder der IMW R35er Serie produziert. Nach der Rückgabe aus der sowjetischen Verwaltung wurde das Werk 1952 von der DDR verstaatlicht und zunächst in Eisenacher Motorenwerk EMW umbenannt. 1953 erhielt das Werk den endgültigen Namen VEB Automobilwerk Eisenach mit dem bekannten Kürzel AWE. 1953 wurde die Produktion des Zwickauer IFA F9 nach Eisenach verlegt. 1955 kam dann der erste Wartburg Typ 311 auf den Markt, ein Wagen der unteren Mittelklasse, der auf dem gleichen Motor und weitestgehend der gleichen Technik basierte wie der F9. Nachdem ein modernes Fahrwerk bereits 1965 eingeführt wurde, erhielt der Wartburg in Gestalt des Typs 353 schließlich auch eine neue, zeitgemäße Karosserie. 1967 ging eine Tauchlackieranlage für die Karosserie in Betrieb. 1976 bis 1984 entstand ein neues Werk mit vier Pressstraßen am westlichen Stadtrand von Eisenach. Damit konnte AWE alle Pressteile in Eigenregie herstellen. Der optisch nur wenig veränderte, aber erste Viertakt-Wartburg 1.3 ging 1988 in Serie. 152.775 Stück wurden von 1988 bis 1991 insgesamt gebaut. Am 21. Januar 1991 verfügte die Treuhandanstalt die Einstellung der Produktion im Automobilwerk Eisenach. Die meisten Fans hat der 311er Wartburg, der von 1956 bis 1967 vom Band rollte. Er war, und das ist nicht nur meine Meinung, der formschönste Wartburg von AWE. Anlässlich seines 60. Geburtstages im Jahre 2016 veröffentlichte die Zeitung Oldtimer Markt einen ausführlichen Bericht über den 311er in der März-Ausgabe. Aus diesem Artikel sind nun einige Impressionen zu sehen. Die Aufnahmen sind aus dem Archiv der Zeitung Oldtimer Markt von Siegfried Traub, Andreas Bayer und Michael Hund. Auf 10 Seiten kann man eigentlich alles erfahren, was es zum 311er zu wissen gibt. Nun zum zweiten Grund eines Wartburg-Films von einem Mühlhäuser. 1968 wurde anlässlich 70 Jahre Automobilbau in Eisenach ein Wartburg-Museum mit Automobilausstellung im Zentrum Eisenachs eröffnet. 1978 besuchte meine Schulklasse die Wartburgstadt. Damals interessierte uns, jedenfalls die Jungen, der AWE-Ausstellungspavillon mit den liebevoll aufbereiteten Oldtimern. Seinerzeit erwarb ich eine Mappe mit Zeichnungen vieler in Eisenach gebauter Fahrzeuge. Leider ist sie nach all den Jahren nicht mehr vollständig. Das, was davon übrig blieb, ist als Teil der AWE-Geschichte und etwas erweitert durch das Internet hier zu sehen. Auch ist die Mappe in den 1970er und 1980er Jahren nochmals etwas aufgehübscht worden. Alles begann 1898 mit dem Wartburg-Motorwagen, der bis 1903 gebaut wurde. Nach dem Ur-Wartburg begann die Dixie-Zeit mit dem Dixie S12, der von 1904 bis 1907 gebaut wurde. Ihm folgte der Dixie U35 von 1907 bis 1910. Der kleine Dixie DR1, eine Lizenzproduktion des englischen Austin 7, wurde von 1927 bis 1929 in Eisenach gebaut.
1928 übernahm BMW die Dixi-Werke in Eisenach. Von da an trugen die in Eisenach gebauten Fahrzeuge den Namen BMW. So der BMW Sportwagen 328, der 1937 gebaut wurde, der BMW 321 von 1945 bis 1948 und der BMW 340, der von 1949 bis 1955 in Eisenach gebaut wurde. Weiterentwickelt war er aber als EMB 340-2 in der damaligen DDR bekannt. Auch das EMW 327-2 Cabriolet war eine Weiterentwicklung eines BMW und wurde von 1952 bis 1955 bei AWE gebaut. Sport und auch der Autorennsport standen in den 1950er und 1960er Jahren in der DDR hoch im Kurs. So wurde auch der Bau eines AWE Rennsportwagen, der auf dem BMW Rennwagen 328 basierte, in den Jahren 1953 bis 1956 gefördert. Seit 1952 gehörte AWE zum Industrieverband Fahrzeugbau IFA der DDR. Mit dem IFA F9 begann die Rückwärtsentwicklung in der Motorentechnik. Das von 1953 bis 1959 gebaute Fahrzeug hatte nun einen veralteten Zweitaktmotor. Diese Motorentechnik fand auch im Wartburg 311, 312 und 313 Anwendung. Zumindest trug der 311er wieder den Namen Wartburg und wurde von 1955 bis 1966 mit einer Gesamtstückzahl von fast 260.000 gebaut. Ihm folgte von 1967 bis 1989 mit gleicher veralteter Motorentechnik der Wartburg 353. Durch den Einsatz eines Viertakt-VW-Motors begann 1989 die Produktion des Wartburg 1.3. Von ihm rollten bis zur Werksschließung 1991 152.775 Stück in Eisenach vom Band. Wenn man der Statistik Glauben schenken kann, dann wurden in Eisenach von 1898 bis 1991 1.837.707 Fahrzeuge hergestellt. Nun zum dritten und wichtigsten Grund für diese Dokumentation. Private Filmaufnahmen des Lebens in der ehemaligen DDR haben Seltenheitswert. Das betrifft auch Eisenach und den alten Autopavillon in der Wartburgallee. Nachdem er 1995 seine Ausstellungsfunktion für Oldtimer einbüßte, stand er lange leer. Seit 2013 steht er unter Denkmalschutz und ist als Kunstpavillon nunmehr bekannt. Im August 1989 entstanden diese anderthalb Minuten filmische Zeitgeschichte. Sie zeigen den alten AWE-Fahrzeugpavillon, an den sich nur noch wenige erinnern. Die historischen Fahrzeuge fanden 2005 ihr neues, altes Zuhause in einem ehemaligen Fabrikgebäude des AWE Eisenach. Mit diesem zugegeben nicht sehr guten Foto kommen wir wieder nach Mühlhausen. In der FF dabei war am Anfang der 1980er Jahre dieser Wartburg 353 mit Campinganhänger an der Popperröder Quelle abgelichtet. Den Abschluss macht ein recht seltener Wartburg Melkus RS 1000. Er gehört der Firma Kessler und wurde zum IFA-Treffen 2015 am Mühlhäuser Spanteich gezeigt und fotografiert. Ich hoffe, die Mühlhäuser Historienfreunde nehmen mir diesen kleinen Fremdgang bei unserem Nachbarn nicht übel.
Gerüchte besagen ja, dass es auch in Mühlhausen Wartburgbesitzer gegeben hat, so wie heute noch gibt, und dass auch schon Mühlhäuser auf der Wartburg und sogar in Eisenach selbst gesehen wurden.